Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW Nummer 4. Wir fahren auf der Strecke Blackpool Branches einen HST. Erstmal hier von der Strecke auf der fahren wir erstmal über die West Coast Mainline ein bisschen. Ein kurzes Stück bis Preston. Und von Preston geht es dann weiter nach Blackpool South, wo dieser Zug dann endet. Das ist so ein Verstärkerzug, kann man sagen, für die Ferien. Wir haben es, glaube ich, Juni oder Juli. So ein Sommerverstärkerzug. Habe ich mir so ausgedacht, der aus London gerade kommt. Ich hatte aber Bock, hier den HST zu fahren. Sollte die Bremse jetzt auslösen? Ja, tut er. Perfekt. Los geht's. pH dürfen wir sogar ordentlich mal ausschalten. Aber wir haben bald schon wieder ein gelbes Signal. Das könnte schon die Einfahrt in Preston sein. So halb 10 gerade. Ich habe mir vorgestellt, der fährt so, ist so, ich weiß nicht, wie lange braucht er von London aus hier? 2 Stunden? 3 Stunden? 6, 7 Uhr losgefahren morgens. Können ja auch mal die Sicherheitssysteme anschalten. Das geht, können wir nicht. Perfekt, ist an. Und jetzt haben wir nochmal Fahrt und dann gleich die Einfahrt von Preston. Dann geht's für uns weiter nach Blackpool in den Hauptbahnhof, wo bisher, oder Hauptbahnhof, ich würde es als Hauptbahnhof bezeichnen, Blackpool South, hat die größere Station als Blackpool North, ist ja diese Mini-Station. Da sind wir auch schon gefahren mit dem Nahverkehrszug, der da vorne, glaube ich, auch gerade fuhr. Ich habe vorhin in einem Augenblick einen gesehen, als ich das Szenario gestartet habe. Da vorne steht auf jeden Fall einer drin. So, wir können auf jeden Fall mal reingehen, ganz mal in die Bremse gehen. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel gebremst, würde ich sagen. Bisschen sehr zu viel. Weil ich auch spät gebremst habe. Deswegen bin ich gerade lieber ein bisschen stärker reingegangen. Ja, wir haben sogar schon wieder Ausfahrt. Aber wir halten nochmal einen Preston hier auf jeden Fall. Nehmen wir Leistung schon mal raus. Halten wir noch mal kurz in Preston. Links ist gerade auch ein Regionalzug mit dieser orangenen Lackierung. Auch sehr cool. Einen Meter fahren wir noch nach vorne. Dann stelle ich ihn ab. Hier stellen wir ihn mal ab. Perfekt. Turn auf in Preston. Und dann gibt es für die Urlauber dann gleich weiter an den Strand. Aber hier steigen ja bestimmt auch schon einige aus, die dann andere Küstenorte fahren. Das soll ja so ein Urlaubsverstärkerzug sein. Die meisten fahren dann aber nach Blackpool in den Sommerurlaub. Ich habe die Lackierung natürlich auch ausgewählt, weil es ein bisschen ältere Lackierung ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob die in dieser Lackierung noch fuhren zu der Zeit. Ich glaube, später 486 oder? Das ist diese erste Lackierung des HSTs. Wer sich wundert. Findet ihr auch aus Creator Club ist die. Die allererste Lackierung, die der HST hier hatte. In 80er Jahren gab es eigentlich noch eine andere Lackierung für den. Ich glaube, ja 78 bis 82 wurden die gebaut.
Aber so in diesen späten 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre gab es eigentlich noch eine andere Lackierung. Da habe ich allerdings keine schöne von gefunden. Eine habe ich gefunden, die hat mir aber nicht ganz so gut gefallen. Vielleicht werden wir die auch nochmal fahren. Ich fand diese ikonische erste Lackierung des HSTs irgendwie cooler. So. Wir können schließen die Türen, würde ich sagen. Und können abfahren. Bremse haben wir ja schon gelöst, glaube ich. Ne? Ja, genau. Die Seite ist, wie gesagt, Blackpool noch. Blackpool North, ne? Jetzt wieder verwechselt. Ja, Blackpool North ist die größere Station. Ich verwechsel die gerne mal. Blackpool South ist die kleine Station. So, alles grün voraus. Das ist schon mal sehr gut. Ausfahrt aus Preston. Und wenn es nicht so komisch die ganze Zeit hin und her schwacken würde, würden wir jetzt im Vordergrund auch schön die Kirche sehen. Wir sind ein bisschen schnell vermutlich, ne? 25, ja, wir sind sehr schnell. Da fährt er vor der Kirche entlang. Da vor den zwei Kirchen, wenn man so möchte. Links ist ja auch noch eine. Bisschen Drohnenflug. Und dann gehen wir wieder rein. Und weiter geht's. Wir dürfen 35 jetzt. Und gleich dann sogar 75. Da kommt nochmal ein Pacer. Als Gegenverkehr. Aber wir haben ja Fahrt. Mal gucken, weil wir hatten ja vorhin auch kurz ein bisschen gelbe Signale. Vielleicht ist auch ein Zug vor uns, keine Ahnung. Kann gut sein. Ein bisschen Verkehr ist auf der Strecke ja auch. Dann jetzt nochmal hoch auf die 75. Hier wieder die Straßenbaustelle. Sind wir schon mal vorbeigekommen mit dem Pacer. Ich habe die Fahrt natürlich, habe das Fahrzeug natürlich gespawnt mit dem Führermodus. Der bietet sich für so welche Sachen natürlich super an. Ich habe jetzt auch den Godboard für die Strecke. Also. Godmod haben wir jetzt auch. Falls wir ihn mal haben wollen. Vor allem, wenn wir mal den 8-Stunden-Stream. Wenn wir mal den 8-Stunden-Stream machen. Vielleicht kam der auch schon. Kann mir gut vorstellen, wie die Folge rauskam. Vielleicht kommt er noch. Kann es gar nicht sagen. Ich habe einen vor, einen zu machen. Wann, wie und ob überhaupt. Werdet ihr noch sehen. Manchmal sieht man sich auch Sachen vor. Wir sind sehr schnell. Wir fahren fast 80. So.
teilt sich die Strecke ja auch auf. Gleich passieren. Ein bisschen ist es noch entfernt. Ah, sieht schon cool aus. Ein bisschen Leistung auf. Links rauchen die Schlote, Fabriken hier. Ich bezeichne das ja immer gerne als Industriecharme. Das mag ich ja auch sehr gerne. Natürlich mag ich ja die Keys Valley Line auch. Wenn man da durch diese riesigen Werksgelände fährt und so. Der riesigen Stahlfabrik. Hier haben wir ja diese Raffinerie, die ich unbedingt auch nochmal zeigen möchte euch. Da machen wir auch nochmal so eine Güterzugfahrt hin. Hier sind irgendwie auch Anschlussgleise. Ich glaube, sind das die Anschlussgleise hier von der Fabrik? Kann ich mir gut vorstellen. Hier links. Auf jeden Fall ein paar Gleise. Das ist auch ein Zug. Interessant. Worauf wartet er? Wahrscheinlich auf Ausfahrt, ne? Kann sein, dass der sogar auf uns wartet. Dass er wieder auf die Strecke darf. Aber der hat keine Priorität mit seinem Güterzug. In 2,0 Meilen haben wir 45. Wo fahren wir denn dann lang? Interessant. Ist aber alles richtig eingestellt, hoffentlich. Ob wir auch die richtige Seite benutzen. Perfekt. Na, dann fahren wir gleich 45. Ich wollte nur gucken. Manchmal macht er ja so Mist, dass er irgendwie dann auf der falschen Seite fährt oder so. Und Gegengleisfahrt hatte ich jetzt. Brauchen wir nicht unbedingt, würde ich sagen. Macht zwar Spaß, aber dann blockieren wir hier hinter alles. Ja, irgendeine Weiche wird sein. Es ist ja auch da hinten, wo dann die beiden Strecken sich aufteilen. Vielleicht muss man da einfach immer 45 fahren. Über die Weichen. Folge nur die Leistung mal aufzuschalten. Denn da kommen die 45 dort hin. Eine Meile. Wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal Intercity fahren und Güterzug und vielleicht auch nochmal die 101. Die Class 40 hätte ich nochmal Bock drauf. Die mag ich auch sehr gerne. Wollen wir mal ein bisschen reingehen? Gehen wir mal zwei rein. Ganz sanft auf die 45 Minuten zu bremsen. Ich finde es auch immer cool, dass man hier immer so ein kleines Dorf im Hintergrund hat. Ich finde die Szenerie echt schön gemacht. Mit den Feldern, hier überall so kleine Dörfer, immer wieder so ein Kirchturm dazwischen. Das sieht verdammt, verdammt gut aus. Ich mag die Szenerie der Strecke wirklich gerne. Hier ist Kirkham und irgendwie Doppelname hat die Station. Aber komischerweise sind wir auch nicht über die Durchfahrgleise unterwegs, aber ist jetzt auch nicht so wild. Dann fahren wir halt über die Bahnhofsgleise. Können wir halt nur nicht so schnell fahren. Habe ich ja ganz gut auf die 30 runtergebremst, ohne dass ich es gesehen habe. Ich wusste nur, dass sie gleich 30 kommen, 40 und dann wieder 70. Fahren 20 statt 30. Können wir noch ein bisschen aufschalten. Ganz so langsam müssen wir das noch nicht fahren.
Oh, schönes Stellwerk noch ein bisschen. Das ist ja auch das Coole im Blackpool North. Da können wir unter anderem auch in das Stellwerk reingehen. Das ist ein mechanisches Stellwerk. Das werden wir vielleicht doch nochmal machen. Wenn wir den Zug da abgestellt haben, dass wir nochmal kurz ins Stellwerk reingehen. Wir können den eigentlich auch in die Abstellung noch fahren, ne? Das wäre auch eine Idee. Komm, lass uns nach Blackpool fahren und dann lassen sie ihn noch kurz in die Abstellung stellen. Ich mag sowas eigentlich mal ganz gerne. Wenn am Ende noch den Zug in der Abstellung fährt oder irgendwie einmal für den Zug zusammenstellt oder sowas. 30 immer noch. So. Da hätten wir wirklich über die Durchgangsklasse fahren können. Naja, hätte man einstellen können. Also, machen hingekriegt hätten wir es. Ist aber auch nicht so wild. Fahren wir hier nochmal kurz über die Weiche. Und sobald der gesamte Zug da einmal rüber ist, dürfen wir dann auch wieder auch beschleunigen. Auf geht's. Ich hoffe, wieder paar Tiere, Schafe, ich glaube Kühe habe ich auch schon auf den Weiden gesehen. Einfach schöne Details. Ich will gerade den Vergleich ziehen zu Edinburgh, Glasgow, was auch relativ ländlich ist mit vielen Feldern, aber sind die Felder nicht ansatzweise so schön gestaltet, glaube ich, von Revit. Zumindest was, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Da hat sich Just Train schon echt Mühe gegeben. Und links geht jetzt die andere Strecke raus, ne? Die wir auch schon mit dem Pacer gefahren? Nee, das ist nochmal eine ganz andere Strecke. So ein Nebengleis. Das ist die andere Strecke, die wir mit dem Pacer schon mal gefahren sind. Wir können noch ein bisschen schneller, wir dürfen 70. Kommen wir gut durch. Ich hatte schon gedacht, wir haben irgendwie Probleme mit KI-Verkehr, aber geht zu der Uhrzeit. Wavy Whistle. Das Whistleboard. Für diesen kleinen Übergang da. Wir sind wieder viel zu schnell unterwegs. Zumindest irgendwie 5 mph zu schnell. Wieder eine Raserlaune, ich merke das schon. Jetzt meine ich, kommt gleich auch irgendwie dieser Bahnübergang mit dem Zaun. Der ist nämlich auf dieser Strecke. Ich fand mit diesem klassischen. So ein weißer Zaun, der so reingerollt wird. Diese klassischen britischen Bahnübergänge, die irgendwie ziemlich einen Charme haben, finde ich. Gucken, ob ich dann in dem Moment auch drauf achte, den Bahnübergang auch sehe. Diese Telegrafenmasten an der Seite, gut, der scheint jetzt nicht mehr in Benutzung zu sein, da sind nämlich keine Telegrafendinger mehr gespannt. Aber er ist noch da, die Technik. Haben sie die Leitung rausgenommen und die Pfeiler lassen sie jetzt verrotten. Dann können wir noch. Na, gelbe Signal voraus gewesen gerade. Da ist noch irgendwas vor uns, glaube ich. Ich glaube, ein IC. Sonst wäre wir ihn schon lange begegnet, denke ich. Wenn es ein Stopping Service gewesen wäre.
Aber da war gerade ein gelbes Signal. Ich habe es ja kurz gesehen. Und gegen Intercity. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt in den Bahnhof reinpassen. Blackpool North müsste eigentlich von der Länge des Bahnsteigs passen. Ich habe den längsten Bahnsteig ausgewählt. Nicht, dass der HST zu lang ist, weil das ist kein kurzer Zug. Schauen wir mal. Na, ist Signal gerade umgefallen? Oder umgefallen? Umgeschlagen? Ist auf jeden Fall auf Rot gefallen. Auf Halt gefallen. Weil der Zug gerade durch ist. Ein bisschen reingehen. Oh, 20 und Halt. Was erwartet uns denn jetzt gleich da? Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt lang fahren mit 20 und Halt. Okay. Vielleicht ist das eine Durchfahrtsgeschwindigkeit für den Bahnhof. Meine zuzutrauen ist dem hier alles. Die Briten machen nämlich sowas gerne. So, und ist es auf Fahrt? Sehr schön. Aber schon sehr früh irgendwie auf die 30 runtergegangen. Aber jetzt kommt erstmal gleich die 20. Und ich meine, das ist sogar dieser Bahnübergang, den ich meinte. Der hier für die 20 sorgt. Hier ist auf jeden Fall diese eine Station. Langer Bahnsteig, ne? Und voll noch im Betrieb. Hier könnte man fast auch halten. Mache ich aber nicht. Wir halten jetzt mal im Blackpool. So, nach links. Und das Gleis ist unseres, heißt das Signal. Also wir fahren jetzt nach links. An der Fahrt, wenn das rechte Signal von den beiden auf Fahrt gewesen wäre, wären wir jetzt hier rechts ab. Das ist ja der Zugang zu dieser Raffineriestrecke. 20 sollten wir eigentlich fahren. Also immer an der Kreuzung, dass man jetzt 20 fahren muss anscheinend. Und hier ist wieder eine schöne Kirche. Das macht ja auch nicht jeder Hersteller von Strecken. Oftmals sieht man immer dieselbe Kirche. Hier ist irgendwie jedes Mal die auch richtig schön modelliert. Fällt mir gut. Könnte auch keine Kirche sein, könnte einfach nur ein älteres Gebäude sein. Jetzt ein bisschen der Kirchturm, aber keine Ahnung. So. Vorsignal auf Halt. Erwarten. Und wollen wir mal gucken, ob es gleich wieder Fahrt springt. Aber AWS ist ja gar nicht eingebaut, ne? Gar nicht auf diesen Strecken. Interessant auch, in 0,7 Meilen haben wir ein Signal auf Fahrt und dann direkt auf Halt. Gut, das Vorsignal hat uns ja gerade eigentlich schon angekündigt, dass wir auf Halt fahren. Komisch, dass hier angeblich nochmal ein Signal auf Fahrt steht. Vielleicht ist das irgendwie so ein Rangiersignal oder sowas. So, rein theoretisch dürften wir auf 70 gleich wieder hoch. 35 wieder hoch, die können wir gerne noch ausfahren. Aber ich werde jetzt nicht auf 70 beschleunigen. Weil wir scheinbar irgendeinen Zug vor uns haben. Oder sowas. 2,3 Meilen 15. Meine, wir sind jetzt sogar schon im Blackpool. Weit dürfte das nicht mehr sein. Aber dieses rote Signal ist vielleicht, die Einfahrt von Blackpool, dass wir da noch einen Moment warten müssen. Das kann natürlich sein. Muss natürlich auch gleich gucken, dass auf dem Gleis, was wir ausgewählt haben, kein Zug steht. Notfalls wechseln wir das Gleis. Und wir haben Fahrt. Sehr schön.
Weiter geht's. Nicht ganz wolkenloser Himmel, aber immerhin ein schöner Sommertag. Sehen wir die Gradzahl hier noch? Früher könnte man noch irgendwie mal festgucken, nachgucken, wie viel Grad man hat, ne? Vorsicht, Karte, Plan. Geht nicht mehr. Früher hat man das gesehen irgendwo, hier bei den Einstellungen. Egal, nicht so wichtig. Zwei Meilen noch dann 15 mph, aber ist das wirklich schon Blackpool? Oder ist das wieder einfach nur so eine Langsamfahrstelle? Ist auch so ein anderer Bahnübergang. Wo sind denn die mit dem Zaun? Da würde ich jetzt gerne einen von sehen. Ich weiß, dass es die Strecke auf jeden Fall gibt. Wir haben schon wieder Halt vor uns. Und Halt erwarten. Bleibt er weiterhin bei den 15 mph? Deswegen fahren wir jetzt auch wahrscheinlich Halt erwarten, weil der auch erstmal darüber muss, über diese Langsamfahrstelle vor uns zu zogen. Fahrsignal auf Gelb. Und 1,1 Meilen bis 15. Anfang der 15er Zone haben wir jetzt auch schon wieder Halt. Die Leistung wieder rausgenommen, 15 angekündigt. Ich denke mal, es liegt wirklich an diesem einen Bahnübergang, dass wir so langsam fahren müssen. Ich glaube, wir sind noch nicht im Blackpool North. Oder? Schon die Einfahrt. Doch, ist schon die Einfahrt. Da vorne ist der Stellwerk Blackpool North. Das ist schon Einfahrt Blackpool. Da müssen wir jetzt noch einen kleinen Moment warten, bis wir da rein dürfen. Scheinbar. Da hinten ist auch der Blackpool Tower. Hoffentlich machen wir nochmal eine Nachtfahrt. Der ist nämlich echt cool beleuchtet. Was vom Eiffelturm, ne? Was ist das oben für eine Flagge? Gar nicht die britische Flagge. Hätte ich jetzt gedacht. Der Royal Jack? Heißt der nicht Royal Jack? Die britische Flagge. Jahre sind wir noch. Ich sehe noch ein Vatersignal. Danach muss irgendwas auf Halt stehen. Ich denke mal direkt vor den letzten Weichen. Und hier rechts können wir uns ja gleich dann hinstellen. Stehen jetzt zu kurz ab. Stellen da hin und gehen dann nochmal ins Stellwerk gucken. Ich glaube, Stellwerk, zwei Stellwerke, die begehbar sind. Da ist ein Stellwerk, das begehbar ist, und das man da hinten noch, glaube ich, auch. Na gut. So, das steht auf Fahrt. Welche steht denn hier auf Halt? Ich sehe immer noch nicht das Haltzeigen für uns. Da ist es. Halt mal vor der Weiche hier an. Da
sehen wir das Signal gut. Und wir können mal ganz gut schauen, wo wir jetzt einfahren wollten. Welches Gleis? Da steht kein Zug. Wahrscheinlich, weil er drüber steht hier mit seinem Zug. Deswegen müssen wir vermutlich warten. Das ist unser Signal, was noch falsch steht. Ich hoffe, der will jetzt nicht genau diese Strecke nehmen, wo wir gerade draufstehen. Ich denke doch nicht, der wird hier irgendwie abbiegen. Wann fährt denn der ab, der Kollege mit seinem Zug hier? Wenn der raus ist, dürfen wir wieder fahren. Ich kann ja mal spaßeshalber gucken. Das sieht auf jeden Fall noch gut aus. Der HST hier. Und so gar nicht so unrealistisch. Ich weiß nicht, wie unrealistisch das ist. In der Lackierung wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal, so ein HST ist auch mal hier vorbeigekommen. Blackpool. So, wir sind hier noch British Rail-Zeiten. Dann kann es auch nicht wirklich sein, dass es unrealistisch ist von der Lackierung oder vom Betreiber. Ist ja alles schwer im Moment noch. Wurde gar noch nichts privatisiert. Lass uns mal ganz kurz schauen, wegen den Abfahrten. Ist hier irgendwo so ein schlauer Fernseher? Wo sind denn die schlauen Fernseher hin, wenn man sie mal braucht? Sind die alle nur hier drin, ne? Schlaue Fernseher? Da haben wir den schlauen Fernseher. Hier sind noch schlaue Fernseher. Das ist 1, 2. Okay, da kommen wir irgendwie nicht raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das müsste unser schlauer Fernseher sein hier. 10.11 Uhr, kann das sein? Jo, 10.11 Uhr fährt der raus, glaube ich. 12.45 Uhr. Ich würde sagen, 10.11 Uhr ist der raus. Wenn der raus ist, dürfen wir rein. Also ein paar Minuten noch. Das Problem ist wahrscheinlich folgendes. Der steht mit seinem Zug über das Signal rüber. Blockiert uns damit die Einfahrt. Wollen wir einfach mal spaßeshalber fragen? Wahrscheinlich macht das nicht. Upgrade auf Signalwechsel. Schade. Dann würde ich sagen, ja, komm, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Vierfach. Brauchen wir nicht so lange warten. Bis der Intercity da rausfährt. Dahinter müsste ja auch irgendwo der Strand liegen. Wir sind ja auch nicht weit vom Strand entfernt. Meine ich. So, 3 Minuten noch. Also anderthalb. Ne, vierfach. Also noch weniger. Da eine Stellwerk können wir rein. Machen wir vielleicht doch gleich nochmal. Oder wollen wir das jetzt nutzen? Komm, wir nutzen die Zeit mal eben. Ich gehe mal wieder auf 1 und ich zeige euch mal kurz das Stellwerk. Ob man da reingehen kann. Wir sind sofort wieder da, HST. Können wir die Tür bitte irgendwie zumachen? Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. So. Und dann zeige ich euch kurz mal das Stellwerk. Könnt ihr schnell laufen mit Hilfe des God Modes. Hier kann man nämlich reingehen, was ich verdammt cool finde. So, der Kollege. Tag. Und Collectible, ne? Collectible mit Golftaschen. Auch nicht schlecht. Preston Pin. Jawohl. British Rail Train Register. Mark must meet. Cool, aber was wir hier auch sieht und so. Backbone aus Nummer 2. Hier ist noch so ein Plan. Wo die dann aufgezeichnet sind, in welche Linie. Wir sind gerade auf der Down Main Line. Wir werden die nachher hier in den Sidings abstellen. Hier, guck mal, ach, das ist nach Farben geordnet, welche man einstellt. Oh, es ist interessant gemacht. Cool. Mikrowelle darf natürlich auch nicht fehlen. Und was ist das da drin? Das ist eine Gurke. Was ist das? Das hier ist irgendwie so ein Cappuccino-Kaffee oder was, ne? Das hier ist das eine Gurke?
Schöne Gurke. Ich weiß nicht, was das sein soll. Schöne Gurke im Kaffee. Ja, kann man machen. So, British Railways, London, Midland Region, Working Timetables of Passengers. Ich finde das so cool, dass man das hier lesen kann. British Railways, London, Midland. Appendix, Working Timetables and Books of Rules and Regulations. Sehr cool. Ja, oh, schöner Sessel, ne? Kann man chillen, wenn man gerade nichts zu tun hat. Bisschen entspannen. Probe haben wir hier. Hier ist wahrscheinlich die Toilette. Super cool. So, der sollte gleich Abfahrt haben, der Kollege. Und dann sollten wir auch rauskommen. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Wenn wir die Zeit eh hatten, dann kann ich das auch kurz so machen. 30 Sekunden noch. Dann geht's rein nach Blackpool. Dann halten wir da so ein Minütchen, lassen alle Fahrgäste raus. Und dann geht's weiter für uns. Oder geht's für uns in die Abstellung? Zehn Sekunden noch, dann sollte er losfahren. Wenn das so passt, wie ich das vorhin gesehen habe. Tönt's gut Abfahrt, Kollege? Ja, er fährt raus, sehr schön. Wenn der draußen ist, dürfen wir auch wieder anfahren. Mir ziemlich sicher. Das lag, wie gesagt, nur daran, weil er mit seinem Zug über dem Signal stand. Willst du echt hier lang? Willst du echt über mein Gleis rüber? Ich stehe noch auf dem falschen Gleis, fällt mir gerade auf, ne? Kann es sein, dass wir auf dem falschen, dass wir schon auf dem Main-Gleis, ja. Ich glaube, ich habe es verhauen. Ja, lass uns mal gucken, ob wir... Tätigen. Route setzen macht er nicht, okay. Warum kann ich keine Route setzen? Warum kann ich die Map nicht öffnen? Hä? Was ist das denn jetzt? Ach ja, weil ich nicht darauf sitze. Schlau manchmal. Auf der Karte kann ich das noch nicht einstellen. Moment. Ich kann aber über die Streckekarte kann ich das glaube ich auch nicht einstellen, ne? Gucken wir das jetzt nochmal. Runter sitzen. So, dann probieren wir das gleich. Er sollte uns trotzdem nicht durchlassen, ne? Weil der andere Zug da drüber steht. Ne, er lässt uns. Perfekt, dann nehmen wir das. Okay. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob wir da reinpassen. Das könnte ein bisschen eng werden. Natürlich das kürzere Gleis jetzt. Oh, wir hätten da vorne noch wechseln können auf das andere Gleis. Moment. Wir nehmen wir nochmal ein anderes Gleis. Mal gucken, ob er das uns zulässt. Weil das ist nämlich zu kurz, was wir jetzt auswählen. Guck mal. Passen wir da rein? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir gucken oder wollen wir jetzt das hier nehmen? Eher ein bisschen länger, aber auch nicht viel. Ach komm, wir probieren das einfach jetzt. Mit dem Gleis. Wenn ich stehe mal ein bisschen drüber, ist auch nicht wild. Vielleicht stehen wir ja nur mit dem hinteren Triebkopf rüber. Kann der Kollege nämlich auch in Ruhe ausfahren? Ah, ich glaube nicht, dass das passt. Wir werden sehen.
Ist auch noch ein bisschen kürzer, glaube ich, als das. Das wäre halt unser Gleis ganz, ganz gerne gewesen. Da hätten wir auf der rechten Seite davon halten können. Egal. Wir halten jetzt hier. Und wenn nicht, müssen die Fahrgäste halt ein bisschen zu den anderen Türen aussteigen. Fahren wir ganz bis zu Prellbock vor. Und hoffentlich geht es dann für uns über die Weiche, sodass der Kollege da rauskommt. Beziehungsweise hoffentlich ziehen wir bis, können wir es bis hinter das Signal ziehen. Ja, er fährt schon aus, sehr schön. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen eng. Wir können ein paar Meter auf jeden Fall vor. Ganz bis zum Prellbock vor. Und dann hoffen, dass da irgendwie... Ja, obwohl der letzte Wagen könnte. Jetzt rausgehen. Jetzt reingehen. Mal eben, wie wir stehen. Passt, ne? Einen Meter hätten wir noch. Die letzte Tür steht hier ganz knapp am Bahnsteig. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Türen auf. Stellt euch jetzt die Massen an Fahrgäste vor, die hier rausströmen. Ich glaube, ich habe auch einen leeren Zug gespawnt. Ja, es hat nicht ganz gepasst, ne? Die letzte Tür ist ein bisschen in der Luft. Nun gut. So, dann haben wir all die Feriengäste hier zum Bahnhof gebracht. Ist aber auch generell wenig los, ne? Ich sehe irgendwie gar keine Fahrgäste hier. Hier drinnen stehen ein paar rum, weil das sind, glaube ich, statische. Sieht hier irgendwie gerade gar keine am Spawn. Nun gut, vielleicht fahren die auch gerade keine Züge ab, keine Ahnung. So, einen Meter hätten wir echt noch nach vorne ziehen können. Dann würde ich sagen, steigen wir mal aus. Können ja leider nicht hier durchlaufen. Lass mal alles abrüsten, bevor wir hier aussteigen. Wäre eine Idee. Die schalten wir bitte, die lösen wir aus. Die ist aus. Dann Fahrtrichtungswende auf. Motor aus. Isoliert, normal, genau, perfekt. Und jetzt können wir die Seite wechseln. Und da kommt der nächste Regionalzug rein. Hier bin ich mal gespannt, ob da Leute aussteigen. Oder ob die Strecke jetzt auch irgendwie Probleme mit Passagieren hat. Das wäre aber sehr neu. Ich habe sie vorhin noch gespielt, da war noch über... Der ist auch leer. Hä? Was geht denn jetzt schon wieder ab, Spiel? Warum spawnen hier keine Passagiere mehr? Das hat doch vorhin noch funktioniert. Ich habe vorhin die Strecke, bin ich vorhin noch gefahren, da sind hier noch Passagiere gespawnt. Und gut. Man muss nicht alles verstehen. So, dann hier auf fahrend, hier auf freigeschaltet, hier auf vorwärts. Machen die Türen zu. Stellen uns den Weg in die Abstellung ein. Untersetzen. Kommt noch ein Zug rein. Sehr cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Abstellgleis hier. Gehen bis hier hin. Bestätigen uns das. Warten noch, bis der Kollege drin ist. Gucken nochmal, ob er auch keine Fahrgäste hat. Der Lokführer wenigstens. Ah, da. Hä, wo sind denn die Fahrgäste auf einmal alle hin? Was ist das denn jetzt für ein Bug? Im Preston waren auch keine, ne? Der buggt denn jetzt her? Komisch. Hab ich Schrecke vorhin noch gespielt? Gab es zwischendurch ein Update, der das zerhauen hat? Kann sein. So, wir müssen eigentlich hinten wahrscheinlich die Schnimmer richtig machen. Das müssen wir nämlich hier auf Tagesscheinwerfer und Signallichter.
Gehen wir mal ganz kurz nach hinten. Wo offiziell mal rangieren wir ja eventuell. Vielleicht können wir da beide anlassen. Aber ich bin ja schnell mit Hilfe meines kleinen Hacks hier. Können wir dann das hier nochmal kurz einschalten. Und zwar auf Hecklichter. Jawohl. Schön zu. Und auf geht's wieder nach vorne. Stellen wir unseren Zug noch ab. Und freigeschaltet. Vorwärts. Perfekt. Dann würde ich sagen, geht's los. Wir haben dieses kleine Signal. Das heißt, glaube ich, dass wir Rangier fahren dürfen. Also eine Rangierfahrt haben, machen dürfen. 15 mph. Rüber auf die Rangiergleise und den Zug noch oder in die Abstellung. Dann haben wir es auch gleich schon geschafft für diese Folge. Wir hätten uns da vorne auch unter diese Dinger stellen können. Naja, egal. Wir stellen jetzt hier hin. Jetzt am God-Mode, dass wir jetzt einfach keine Passagiere haben. Ich glaube nicht. Würde mich stark wundern. Keine Ahnung. Weil das ist das Einzige, was ich verändert habe, dass ich den God-Mode nochmal aufgespielt habe. Mehr habe ich nicht gemacht. So, wir stehen jetzt eigentlich schon ganz gut drin. Dann würde ich sagen, stellen wir den gleich schon mal ab. Wir könnten den eigentlich ruppiger abstellen, wir haben eh keine Fahrgäste mehr drin. Jetzt kann ich die Fahrt. Aber gut. Dann würde ich sagen, rüsten wir nochmal kurz hier ab. Das ist im Leerlauf. Der kommt auf den Motor aus. Der wird auf verriegelt. Der ist aus. Den mal auf die Hecklichter schalten. Ich glaube, Motor aus kriegen wir so nicht. Oder? Versorgung aus. Parkbremse können wir eigentlich anziehen. Parkbremse an. Genau. Jetzt will ich noch wissen, ob wir den Motor hier rauskriegen. Motorstopp. Ich glaube, das geht nicht. Nun gut, dann steigen wir aus. Und machen uns noch einen schönen Tag im Blackpool, bis wir nachher wieder den Zug zurück Richtung London fahren. Das werdet ihr dann aber nicht mehr zu sehen bekommen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit... Sollten wir mal gucken, ob man hier in dieses Stellwerk auch reinkommt. Hier war dann noch eins. Ne, ich glaube das nicht. Okay, gut, egal. Mit dem Bild hier, mit dem HST im Hintergrund, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Und tschüss.